Und hier mein Herz, willkommen YouTube wieder bei uns. Mein Name ist Xatrax und willkommen zur ersten League of Legends Challenge, vor der ich mich auch echt verdammt nochmal fürchte. Ihr habt es im Titel gelesen, es wird eine Wasabi-Tabasco-Challenge, diesmal wieder auch mit Facecam, ist natürlich klar. Und ich weiß, dass ihr darauf steht, dass wenn ich leide, deswegen habe ich das noch ein bisschen verschärft. Ich habe hier zusätzlich noch Milch und Wasser, je nachdem wie das Spiel für mich ausgeht, wird meine Gesundheit auch gefährdet, sagen wir es mal so. Wir spielen Zed in der Mitte. Ich kaufe auch schnell mal und gehe dann auch ab in die Mitte. Das Schlimme ist, ich spiele gegen einen Hardcounter, ich spiele gegen eine Akali. Und bevor es damit losgeht, möchte ich euch kurz die Regeln erklären. Die Challenge funktioniert so, für jeden Tod habe ich die Arschkarte gezogen. Ich muss mir entweder Wasabi oder Tabasco reinpfeifen, das in abwechselnder Folge. Das heißt, beim ersten Mal entscheide ich mich mal für Tabasco und beim zweiten Mal für Wasabi. So, ich habe die Sachen jetzt schön hier vor mir hingestellt. Natürlich auch zwei diverse Löffel mir parat gelegt. Und ich bin mal gespannt. Ich denke mal, wenn ich beim ersten Mal B gehe, möchte ich euch das kurz präsentieren, wie scharf das wirklich ist. Also das ist, ich war beim Asia-Shop, hab mir diese scheiß Tube hier geholt. Der hat mir gesagt, das wäre wohl ziemlich scharf. Da ich ja auch gerne Sushi esse oder so, kann man das auch für andere Zwecke verwenden. Aber heute ist der Zweck einfach dafür da, den Chris, Feuer in den Hals zu schießen. Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht probiert. Die Tube ist niegelnagelneu. Tabasco, okay, ist jetzt ein bisschen raus, aber es lag nicht daran, dass ich daraus getrunken habe oder so. Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt. Ich habe auch echt verdammt nochmal Respekt vor einer Akali in der Mitte. Weil wenn ich die ulte, wird die einfach in ihren verschissenen Shadow gehen und dann sitze ich da und hab die Arschkarte. Also dementsprechend, schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, ich denke mal spannend wird es erst, wenn wir beide unsere Ulti haben. Glaube ich zumindest, weil ich so ja jetzt... sie nicht direkt getötet bekommen. Okay, sie ist schon Level 2. Ich aber auch. Okay, das war schlecht. Geh mir nie auf den Sack, Akali. Geh mir bitte nicht auf den Sack. Oh, die hat mit einem verstärkten Wälzer und einem Healpot angefangen. Das heißt, nicht auf die Safe-Variante, wie ich es gemacht hätte gegen den Zed mit einer Rüstung. Die will wohl aufs Ganze gehen, Jungs. Die will wohl aufs Ganze gehen. Oh, wunderschöner Skillshot hier von mir. Oh Mann, ich habe echt Angst, Jungs. Ich habe verdammt nochmal Angst. Oh, der hat auf jeden Fall wehgetan. Oh, die ist da oben. Ich habe drei Heal-Pötte, das heißt, ich kann ein bisschen aggressiver hier vorgehen. Natürlich sollte ich die Minions dabei nicht vernachlässigen. Und sie heilt sich ja eben nochmal mit Fähigkeiten. Das sollte ich auch nicht ignorieren. Okay, der hat schon mal gesessen. Sie hat aber noch ihren Heilpot, das heißt, sie hat ihn noch nicht benutzt. Ey, komm, die steht da wie ein Stein. Farmtechnisch hat sie 20. Oh, shit, nein, ich möchte das nicht. Der flasht aber jetzt nicht oder so. Nee, 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 nee. Komm mir nicht so an, Pantheon. Komm mir bitte nicht so an. Alter, lass. Hallo. Ist die verrückt? Oh, der hat noch getroffen. Vielleicht kriege ich sie. So close. Ich hätte fast First Blood bekommen. Aber sie ist tot. Sie ist tot. Ich habe zwar keinen Flash mehr, sie hat auch keinen Flash mehr. Aber der erste Kill geht an mich, würde ich sagen, Jungs. Der erste Kill geht an mich. Das schmeckt uns doch auf jeden Fall schon mal gut.
Ich gehe jetzt einfach mal B. Und ich würde sagen, ich probiere mal den Tabasco, oder? Ich probiere mal den Tabasco. Ich habe ja einen Löffel. Ja. Ich mache mir da einfach mal ein bisschen was von drauf. Oh, Scheiße. Das war eine schlechte Idee. Ah, ihr wisst nicht, wie das brennt. Ich habe gedacht, das ist harmlos. Aha. Überhaupt nicht cool. Ich hab echt gedacht, das ist harmlos, Leute. So ein bisschen Tabasco. Ah. Es ist definitiv nicht harmlos. Ich habe mich schon gefragt, warum kommt er denn da so langsam raus? Normalerweise kommen ja da so richtige Spritzer raus. Puh. Kam hier nicht. Oh, Jungs. Ich habe sie jetzt mit Absicht geultet, damit sie schön lowlife bleibt und ich sie dadurch vielleicht finishen kann. Holla, die Waldfee war das uncool. Ich komme aus dem Stöhnen nicht mehr raus, Jungs. Oh, die heilt sich jetzt hoch, das ist nicht cool. Oh, fuck. Uff. Das kostet ihr auf jeden Fall Zeit. Ah. Wenn ihr euch jetzt fragt, wann kommt Milch und Wasser zum Einsatz? Einmal habe ich die Milch für Pussys, dass wenn es wirklich überhaupt nicht mehr geht, dass ich dann zur Milch greifen kann. Aber wenn ich das Spiel verlieren sollte, dann wisst ihr, was auf mich wartet. Ach du Scheiße. Ich habe das auch eigentlich so gesehen, dass wenn ich einen Kill bekomme, dass ich mir was von der Milch gönne. Aber das wäre ja für Langweiler. Dementsprechend lassen wir das auch. Ja, ist okay, Pantheon. Meine Güte, was die direkt aus. Ja. Heelpot. Ja, kein Flash mehr. Vielleicht kriege ich einen Tod. Okay, so nicht. Der hat auf jeden Fall richtig Bock, der Junge. Ich gebe. Oh. Das spüre ich immer noch. Ich spüre den scheiß Tabasco immer noch. Boah, ey, meine Fresse. Schärfe, Würze und Geschmack in einem Tabasco verleiht unzähligen Gerichten den richtigen Pep. Sei es auf Pizza, Pasta oder in Drinks. Und das seit über 140 Jahren. Vor Gebrauch gut schütteln. Ja, das habe ich gemacht. Boah, das war echt uncool, Jungs. Aber das hat ja... Ach, das wird mir jetzt angezeigt. Das ist ja cool. Das ist ja echt chillig. Dass mir das jetzt so angezeigt wird, wusste ich gar nicht.
Wie sieht denn der Farm von Akali aus? 51, okay. Ich darf halt einfach nur nicht sterben. Oder das Spiel verlieren. Das nächste Mal ist Wasabi dran, ne? Jo. Oh nö, Akali war irgendwo. Schaden machen wir auf jeden Fall jetzt. Da bin ich mir echt sicher. Ich weiß aber nicht, ob ich sie killen könnte. Oh, gut gedodged von ihr. Uncool. Jetzt habe ich mal wieder null Energie. Fick mich doch in den Arsch, Alter. Puh. Was ist mit ihr kaputt? Was ist mit ihr kaputt? Ich habe Angst vor der. Die könnte mich noch killen, oder? Wenn ich WQE lande, müsste sie, glaube ich, sterben. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Red Buff, aber sie hat halt das Burst-Potenzial. Okay, das war, da war alles drauf. Sie lebt einfach immer noch. Ich muss an die Minions rankommen und ein bisschen hitten. Aber ich habe noch einen Ignite. Oh, fuck. Shit. Ach, komm schon. Hey, die stirbt nicht. Die stirbt nicht an dem Ignite. Fuck. Wasabi ist dran, Jungs. Ich gönne mir davon einfach mal so einen Abstrich. Das ist jetzt nicht viel, aber der soll richtig scharf sein. Ich nipp erstmal, okay? Oh. 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 Oh, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Oh. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon oft Wasabi gegessen, aber nie pur. Boah, der Geschmack, der ist so widerlich. Oh. Ich habe schon oft Wasabi gegessen, wisst ihr, Jungs und Mädels. Aber der ist mit Abstand der widerlichste. Wisst ihr, es gibt Wasabi, der ist schön scharf. Und der schmeckt auch nach gutem Wasabi. Der hier schmeckt einfach nur nach Brechdurchfall. Wirklich. Bah. Den kann man nicht genießen, Jungs. Den kann man nicht genießen. Hat Akali eigentlich den Kill bekommen? Natürlich hat sie den Kill bekommen. Jungs. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir diese Scheiße hier überhaupt antue. Oh, fuck, ich hab's gemisst. Ich hab's so gemisst. Ich hab meine Ulti gerade so heftig verschissen, ne? Das war echt gut vom Pantheon eigentlich gemacht. Schmeckt richtig al dente gerade. Schön mit Blue Buff, das macht am meisten Spaß.
Kalista. Aber warum ist er denn so schnell? Ach so. Okay, das erklärt sich jetzt von selber. Boah, ich habe diesen ekelhaften Geschmack einfach immer noch im Mund. Und ich werde den auch beim besten Willen nicht los. Nichts ready gerade. Mein Item ist nicht ready. Mein Ulti ist erst in 10 Sekunden ready. Ich werde es aber jetzt noch nicht benutzen, dann erst gleich. Jetzt, wenn ich gleich Level up bin. Lass mich doch Level up werden. Mann, ey. Das Schild, das regt einen echt auf. Ich kann sie aber auch nicht ulten, weil wenn ich sie jetzt ulte, jetzt könnte ich dich. Geh mir nicht auf den Sack. Das sieht verhältnismäßig nicht schlecht aus für uns. Ich bin froh darüber, weil jetzt kommt wieder der Tabasco und der schickt mich wieder auf eine völlig andere Ebene. Und auf den habe ich gerade echt überhaupt keinen Bock. Oh, nein, 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 nein. Da habe ich jetzt mit Absicht geflasht, weil sonst wäre ich gestunt gewesen. Und wenn ich dann gestunt gewesen wäre, dann hätte ich ihn in den Mund genommen, aber bis zum Anschlag. Und da hatte ich einfach gerade keinen Nerv für. Oh, Akali von oben. Ich gehe B. Ach. Wisst ihr was, meine Freunde? Weil er Bock drauf hat, ne? Dass, falls ich gleich nochmal sterbe, dass ich mir direkt noch eine Tube geben kann. Das hier war für Tabasco. Ich riech den Geruch schon wieder und hab schon keinen Bock mehr drauf, aber ich mach's für euch. Weil ich weiß, ihr steht drauf. Ich lass den auch immer so schön auf der Zunge zergehen. Oh, sorry, ich habe dir nicht gerade helfen können. Ah. Fuck. Es ist wieder der Tabasco dran. Jetzt gönnen wir uns was, oder? Wir gönnen uns richtig was. Also so viel hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich schwör's euch, der haut euch auf eine völlig andere Ebene, ne? Mhm. Das Problem ist, der ist so tückisch. Der ist am Anfang. Aber. Der ist am Anfang so mild. Und dann. Entfacht er seine komplette Macht.
Das ist so unfair. Das ist so unfair. Ich will nicht mehr, Jungs. Noch so eine Ladung Tabasco und ich sterbe. Das brennt immer noch. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Worauf habt ihr Bock? Tabasco oder Wasabi? Ich denke mal, ich stimme für alle und lass den einfach weg, weil der ist im Vergleich zum Tabasco einfach noch zu mild. Oh, scheiße. Uff. Ungefähr genauso viel wie vorhin. Ja, Prösterli. Ja, Jungs, ich will das nicht, ne? Das ist nicht der echte. Ach komm, ich hab mir doch einen Schluck Milch verdient, oder? Mir brennt das gerade hier alles weg. Jungs. Wie ein Ofen brennt. Wenn ich das Game verliere, ne? Möge mir Gott beistehen. Aua. Ich verzieh mich hier. Das ist einfach zu risky. Safe. Not even close, baby. Stirbt. Ich bin aber auch... Nein, ich bin auch gestorben. Oh nein. Fuck. Enemy killing spree. Shut down. Ally has been slain. Schöne Ladung drauf gemacht.
gehe erstmal ein Stück, okay? Oh je. Ich darf mich nicht räuspern, wenn ich das räusper. Oh fuck. Was war das denn für ein Flash? Ihr wollt mir sagen, dass die Akali immer noch lebt? Leck mir doch die Nudel, ey. Wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, dass ich den Tabasco gar nicht mehr schmecke. Vor allen Dingen, man kann so einfach überhaupt nicht mehr vernünftig spielen. Ich bin einfach nur noch am Leiden. Ach, die haben Bone. The shadows have enlightened me. Ali hat noch keinen Sonjas, das heißt, ich muss warten, bis sie in ihrem Shadow ist. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir ein Problem. Weil sie ist halt der Stärkste aus dem Team. Fuck, ich bin tot. Fuck, ich bin tot. Ich habe so schlecht gerade gespielt, aber wisst ihr, wenn euer Hals die ganze Zeit am Brennen ist, da leidet die Konzentration einfach so heftig drunter. Bestimmt der echte gewesen, stimmt. Wisst ihr was? Ich kenne mir jetzt mal eine richtige Ladung. So viel hatte ich noch nicht. So viel hatte ich jetzt noch nicht drauf. Ist wahrscheinlich übertrieben unschlau. Ach, scheiße.
Ach, mir läuft die Nase. Oh. Ich schwör's euch. Wenn ich später kacken muss, ne? Dann habe ich ein richtiges Problem. Ah. Leck mich doch am Zückerli, ey. Ja, super. Akali hat jetzt schon Sonjas. Das heißt, die werde ich eh nicht mehr killen können. Ich muss trappen, Jungs. Der einzige Weg, wie ich da jetzt jemanden töten kann, ist, wenn Akali Sonjas und ihren Shadow raus hat. Oder dass ich auf Kalista komme. Starkes Ding von mir. Akali macht einfach so viel Schaden. Sie hat auch schon Sonjas. Was? Was? Ich war in meiner Ulti und sterbe. Ich war in meiner Ulti und sterbe. Ey, das ist doch nicht mehr lustig. Oh, Jungs. Das ist so ein Los, ne? Das ist so ein heftiger Los. Das ist so ein heftiger Los. Your inhibitor has been destroyed. Your turret has been destroyed. So. Das war jetzt. Das, was ich gerade genommen habe, war durch den Death. War durch den Death. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser, ne? Für den ersten Moment ist es wirklich engelsgleicher Gesang. Aber danach... So. Ich würde sagen, ich mache mir das Ding jetzt komplett voll. Weil ich halt verloren habe. Oh, Jungs. Ich werde den ganzen Tag sterben. So, so sieht der Löffel aus. Leer. Oh, Scheiße. Ich würde sagen, wir gelten das als vollen Löffel. Oh. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in einem erneuten Commentary wieder. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich werde mir gleich dieses Milchglas ätzen. Aber davon bekommt ihr gar nichts mit. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao. Yeah.